Unsere Milchstraße ist in Gefahr. Überall im Universum erlöschen Galaxien. Und Forscher rätseln, warum. Im Universum scheint langsam der Vorhang zu fallen. Warum verlieren die Sterne in unserer Galaxis an Strahlkraft? Wird die Milchstraße langsam in Dunkelheit versinken? Wenn sie schwächer wird, was bedeutet das für uns? Astronomen versuchen zu ergründen, warum sich Galaxien verdunkeln. Hat es mit gigantischen Gasblasen zu tun, die aus dem Zentrum der Milchstraße ins All schießen? Wir haben etwas Bemerkenswertes entdeckt. Können die größten Kollisionen im Universum für neues Licht sorgen? Wir dachten, Galaxienkollisionen wären brutal und zerstörerisch, aber sie gehören zu den schöpferischsten Prozessen im Universum. Forscher sammeln Belege für eine verblüffende Theorie zur Entstehung, zum Leben und zum Niedergang von Galaxien. Unsere Galaxis, die Milchstraße, ist nur eine von vielen hundert Milliarden Galaxien im Universum. Galaxien sind riesige leuchtende Ansammlungen von Gas, Staub, Sternen und Planeten. Moderne Teleskope fangen atemberaubende Bilder hellstrahlender Galaxien ein, die Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind. Mich macht nur weniges sprachlos. Zum Beispiel Bilder anderer Galaxien. Wenn man sich vor Augen führt, wie groß und schön sie sind und seit wie kurzer Zeit wir erst wissen, worum es sich dabei handelt. Was eine Galaxie scheinen lässt, das sind die Sterne. Und unsere Milchstraße besteht aus Hunderten von Milliarden Sternen, die um ein gemeinsames Zentrum drehen und eine große Scheibe bilden. Seit 2015 machen Astronomen eine beunruhigende Entdeckung. Etwas Seltsames geschieht überall im Universum. Hunderttausende Galaxien werden dunkler. Einige haben in den vergangenen 2 Milliarden Jahren die Hälfte ihrer Leuchtkraft verloren. Darunter auch die Milchstraße. Das passiert nicht einfach irgendwo in den fernen Weiten des Alls, in unbekannten Galaxien. Es geht um unsere Galaxis. Alles, was unsere Galaxis betrifft, betrifft auch uns. Eigentlich recyceln Galaxien ihr wertvolles Sternenmaterial, so dass sie weiterhin hell leuchten. Einige Sterne werden am Ende ihrer Lebenszeit zur Supernova. Bei dieser gewaltigen Explosion wird eine riesige Gaswelle durch die Galaxie katapultiert. Diese Welle führt interstellaren Gaswolken neues Material zu und komprimiert sie so weit, dass die Gravitation ihre Wirkung entfalten kann. Sie zieht das Material weiter zusammen und löst die Entstehung einer neuen Generation von Sternen aus. Durch diesen Prozess entstehen im Laufe der Zeit Milliarden neuer Sterne, die der Milchstraße ihre Strahlkraft verleihen. Sterne haben eine lange Lebensdauer, aber irgendwann sterben sie. Also produzieren Galaxien neue Sterne, um die schwindenden zu ersetzen, sodass Galaxien Milliarden von Jahren weiter existieren können. Eine der schönsten Geschichten überhaupt ist der Zyklus der Sternentstehung. In Galaxien gibt es riesige Wolken aus Staub und Gas, aus denen gigantische Sterne entstehen. Am Ende ihres Lebens explodieren diese Sterne und verteilen ihr Material wieder in die Galaxie, sodass neue Sterne und Planeten daraus entstehen. Dieser Zyklus der Sternentstehung lässt Galaxien leuchten. Aber dieser galaktische Kreislauf des Lebens im Universum scheint gestört zu sein. Erschreckenderweise könnte es mit unserer Galaxis zu Ende gehen, sodass die Lichter am Nachthimmel ausgehen.
Galaxien sind riesige Ansammlungen von Gas, Staub und Sternen. Der Störfaktor muss also etwas wirklich Großes sein. Warum verlieren Galaxien an Helligkeit? Und was bedeutet dieses galaktische Dimmen für unsere Milchstraße? Astronomen suchen im Herzen unserer eigenen Galaxis nach Antworten. Im Zentrum der Milchstraße ist die Sterndichte am höchsten. Hier finden Forscher, die die Verdunklung von Galaxien untersuchen, bessere Bedingungen vor als in den Außenbezirken der Galaxis. Wenn man die Geschichte der Sternentstehung erforscht, untersucht man den Bereich mit den meisten Sternen, das Zentrum der Galaxis. Dieser Bereich ist extrem hell, der Times Square unserer Galaxis. Aber es ist nicht einfach, von der Erde aus so tief ins All zu blicken. Zwischen unserem Planeten und dem Zentrum der Galaxis liegen dichte Staub- und Gaswolken, die das für unsere Augen sichtbare Licht blockieren. Infrarotlicht allerdings durchdringt dieses dichte Gas. Also nutzen Astronomen spezielle Infrarotdetektoren, um Objekte zu untersuchen, die mit anderen Teleskoparten nicht zu sehen sind. Aber die Wassermoleküle in der Erdatmosphäre schlucken fast das gesamte Infrarotlicht, bevor es die Erdoberfläche erreicht. Deshalb können Teleskope auf der Erde weniger Details ausmachen. Selbst Teleskope auf Berggipfeln mehr als 5000 Meter über dem Meeresspiegel haben es schwer, eine klare Sicht zu bekommen. Um dieses Problem zu lösen, haben die NASA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, dies entwickelt. Das Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie, kurz SOFIA. SOFIA ist eine umgebaute Boeing 747, die mit einem Hochleistungsteleskop an Bord in der Stratosphäre oberhalb der Wolkendecke fliegt. Mit seinem 2,5 Meter Spiegel und einem Infrarotsensor spürt das Teleskop Objekte jenseits von galaktischem Gas und Staub auf. SOFIA blickt durch einen 650 Lichtjahre breiten Korridor direkt ins superhelle Herz der Milchstraße. Dort gibt es das meiste Sternenbildungsmaterial in der Galaxis, sodass SOFIAs Infrarotsensoren die Anzahl neu entstandener Sterne erfassen können. 2019 absolviert die Maschine 8 Beobachtungsflüge zwischen Kalifornien, Deutschland und Neuseeland. Bei ihrer Bewegung in der Milchstraße ist die Achse der Sonne geneigt. Dieser Neigungswinkel bestimmt die Ausrichtung der Planeten im Verhältnis zur Hauptebene der Galaxis. Deswegen bekommt man das klarste Bild vom Zentralbereich der Milchstraße bei Flügen über der Südhalbkugel der Erde. Als Astronomin kann ich aus nächster Nähe beobachten, wie sich das Universum im Laufe der Zeit verändert. Mit SOFIA konnten wir immer tiefer ins Herz der Milchstraße blicken und uns das Infrarot-Universum erschließen. Kombiniert man SOFIAs Daten mit denen von Weltraumteleskopen in der Erdumlaufbahn, erhält man ein äußerst detailliertes Bild vom Zentrum der Milchstraße. SOFIAs Beobachtungen bestätigen, dass sich dort im Zentrum die größte und dichteste Gasansammlung der Galaxis befindet. Solche dichten Gasansammlungen sollten kollabieren und zu neuen Sternen werden. Je mehr Gas kollabiert, desto mehr Sterne bringt eine Galaxie hervor. Aber die Teleskopdaten zeigen, dass es sich in der Milchstraße nicht so abspielt. Im Zentrum der Galaxis sehen wir dichte, dunkle Bereiche, in denen Sterne entstehen sollten, es aber nicht tun. Irgendetwas behindert die Sternentstehung im Herzen der Milchstraße. Die verbliebenen Gase einer Sternengeneration sollten zur Entstehung der nächsten beitragen. Aber SOFIA stellt fest, dass viele der riesigen Gaswolken im Zentrum der Milchstraße nicht zu neuen Sternen kollabieren. Astronomen finden heraus, dass aus diesen Gaswolken 10-mal weniger massereiche Sterne entstehen, als zu erwarten wäre.
Einige Bereiche weisen eine hohe Gasdichte auf und sind sehr aktive Sternentstehungsgebiete. In anderen Bereichen gibt es zwar Gas, aber sie bringen keine Sterne hervor. Und ohne das Licht dieser neuen Sterne verliert die Galaxis an Helligkeit. Sterne sind vergänglich. Sie werden geboren und sie sterben. Damit eine Galaxie also dieselbe Helligkeit behält, muss es ein Gleichgewicht zwischen entstehenden und sterbenden Sternen geben, sodass sich das Licht nicht groß verändert. Hätten wir ein Bild von der Milchstraße vor einigen Milliarden Jahren, könnten wir sehen, dass das Sternenlicht insgesamt weniger geworden ist. Die Fakten sind klar. Die Milchstraße bringt weniger Sterne hervor als früher. Darum wird sie dunkler. Weniger neue Sterne bedeuten, dass unsere Galaxis langsam stirbt. Was bremst die Sternentstehung in Galaxien wie der Milchstraße? Eine dichte, kalte Wolke sollte zwangsläufig kollabieren und Sterne hervorbringen. Irgendetwas hindert die Wolke daran. Wir müssen herausfinden, was. Sind rätselhafte galaktische Blasen der Schlüssel zum Sterben der Milchstraße? Enthüllen die ältesten Meteoriten auf der Erde, wie die Milchstraße zu neuem Leben gelangen kann? Überall im Universum verlieren Galaxien an Helligkeit. Teleskopbeobachtungen zeigen, dass etwas die Entstehung neuer Sterne in der Milchstraße behindert. Galaxien im umliegenden Universum zu beobachten, ist wie das Ende eines spektakulären Feuerwerks zu sehen, wenn die letzten blassen Raketenreste verglühen. Wir beobachten in der Milchstraße und dem umliegenden Universum, dass die Sternentstehung allgemein stark zurückgeht. Sternentstehung ist ein gewaltiger Prozess. Das läuft in unglaublichen Maßstäben ab. Und doch scheinen überall in der Galaxis die Lichter auszugehen. Ist in der Vergangenheit eine Katastrophe geschehen, die die Sternentstehung behindert? Gibt es Beweise dafür? Solche Beweise könnten sich in Daten des Fermi-Teleskops der NASA finden. Fermi sucht im All nach hochenergetischen Gammastrahlen. Das Fermi-Teleskop sieht den Himmel in der Gammastrahlung. Wir sehen die energiereichsten Teilchen und Prozesse im Universum. Das Teleskop verhilft den Forschern zu einer unglaublichen Entdeckung. Zwei riesengroße Gammastrahlenblasen, die senkrecht aus dem Zentrum unserer Galaxis herausragen. Sie erstrecken sich aus der Spirale der Milchstraße heraus 25.000 Lichtjahre weit nach oben und nach unten. Die Ausmaße dieser Fermi-Blasen sind enorm. Sie entsprechen etwa dem Radius der Galaxis, ihrer halben Breite. Könnten wir sie sehen, würden sie zwei Drittel des Himmels einnehmen. Man sollte meinen, dass es überraschend ist, plötzlich etwas zu entdecken, das ungefähr so groß ist wie die Galaxis. Wie hat es sich so lange verstecken können? Tja, aber das konnte es. Nur bei den heftigsten Ereignissen im Universum entstehen Gammastrahlen. Wie bei Supernova-Explosionen und Neutronensternbeben. Doch selbst die setzen nicht die Menge an Gammastrahlung frei, die sich in den Fermi-Blasen findet. Wie also sind sie entstanden? Forscher nehmen an, dass das unsichtbare Ungetüm im Herzen der Milchstraße dahinter stecken könnte. Im Mittelpunkt jeder Galaxie gibt es ein supermassereiches schwarzes Loch. Ein so dichter Bereich, dass nichts seiner Gravitation entkommt. Wenn es Monster im Universum gäbe, wären das die schwarzen Löcher. Das sind bodenlose Abgründe, deren Gravitation so stark ist, dass sie sogar Raum und Zeit um sich herum krümmen. In gewissem Sinne ist ein schwarzes Loch ein schwarzes Loch ein schwarzes Loch. Komprimiert man ausreichend Materie stark genug, wird sie zum schwarzen Loch. Der Unterschied zwischen einem normalen und einem supermassereichen schwarzen Loch steckt in der Bezeichnung. Es ist eben supermassereich. Statt der zehnfachen Masse unserer Sonne hat es die Millionen- oder Milliardenfache Masse.
Nach unseren Beobachtungen hat jede Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Bei mindestens 2 Billionen Galaxien gibt es also Billionen von supermassereichen schwarzen Löchern. Das supermassereiche schwarze Loch im Herzen der Milchstraße heißt Sagittarius A-Stern. Seine Masse entspricht der von 4 Millionen Sonnen. Die enorme Gravitation dieses schwarzen Lochs zieht alles an, was ihm zu nahe kommt. Reißt sie Sterne auseinander, wird Energie frei. Und die könnte der Schlüssel zum Rätsel der Fermi-Blasen sein. Schwarze Löcher sind unglaublich dichte Objekte mit einer riesigen Schwerkraft. Alles, was einem schwarzen Loch zu nahe kommt, wird da drin verschwinden und nie mehr herauskommen. Noch nicht mal Licht entkommt einem schwarzen Loch. Schwarze Löcher essen nicht wie wohlerzogene, zivilisierte Leute. Sie sind gierig wie das Krümelmonster. Wenn das Krümelmonster Kekse isst, landet mehr um ihn herum als in seinem Mund. Genau wie bei supermassereichen schwarzen Löchern. Alles bewegt sich unglaublich schnell, fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und es herrschen extreme Dichte und extremer Druck. Es ist fast, als käme es zu Explosionen in diesem Stau aus Materie, die ins schwarze Loch drängt. Dadurch wird vieles davon weggeschleudert, statt im schwarzen Loch zu verschwinden. Je massereicher die Objekte, die das schwarze Loch verschlingt, desto höher werden Dichte und Druck um das schwarze Loch herum. Und desto größer die Menge an Energie, die als Gammastrahlung ins All schießt. Forscher drehen die galaktische Uhr der Milchstraße zurück, um zu sehen, wann Sagittarius A-Stern etwas ausreichend Massereiches verschlungen hat, um die Fermi-Blasen entstehen zu lassen. Einige Forscher schätzen, dass Sagittarius A-Stern vor rund 3 Millionen Jahren eine enorme Menge an Materie anzog, die sich zu einer riesigen, glühenden, rotierenden Scheibe formierte. Während das schwarze Loch diese Materie aufnahm, schossen 2 gewaltige Energiestrahlen aus seinen Polen. Diese Strahlen schleuderten Gas aus der Galaxis 25.000 Lichtjahre weit hinaus in die Leere. Als das schwarze Loch sein Mahl beendete, versiegten die Strahlen. Übrig blieben nur die Fermi-Blasen, die wir heute sehen. Forscher nehmen an, dass mehrere Ereignisse dieser Art in der Geschichte der Milchstraße die Ursache dafür sind, dass sich unsere Galaxis verdunkelt. Nämlich wegen der enormen Hitze, die dabei frei wird. Sterne entstehen, wenn es unter Gravitationseinwirkung zum Kollaps riesiger Mengen an Gas und Staub kommt. Dieser Prozess zündet eine nukleare Reaktion. Aber die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es nur zu dieser Reaktion kommt, wenn das Gas kalt ist. Entsteht ein Stern, kämpfen 2 Kräfte gegeneinander. Die Gravitation komprimiert die Wolke und die innere Hitze dehnt sie aus. Damit die Gravitation gewinnt und Sterne entstehen, muss das Gas kühl genug sein. Dann kollabiert es, statt sich weiter auszudehnen. Die Gammastrahlung von Sagittarius A-Stern schleudert äußerst reichhaltige Sternentstehungsmaterie in den intergalaktischen Raum. Dabei wird das Gas im Herzen der Milchstraße extrem erhitzt, sodass die Gaswolken zu warm werden, um zu Sternen zu kollabieren. All die Hitze, die Kraft, das Licht und die Wucht jagten dieses Material aus dem Mittelpunkt der Galaxis heraus, sodass daraus keine Sterne mehr entstehen konnten. Eine Reihe derartiger Ereignisse zu unterschiedlichen Zeiten könnte die Entstehung von Sternen im Herzen unserer Milchstraße ausbremsen. Teleskope blicken Millionen Lichtjahre weit durchs All auch auf viele andere Galaxien. Sie entdecken, dass der Schaden, den Sagittarius A-Stern im Laufe der Zeit in der Milchstraße angerichtet hat, kein Einzelfall ist. Astronomen haben 2000 Galaxien beobachtet, bei denen es Hinweise auf gewaltige Ausbrüche von Gammastrahlung aus schwarzen Löchern in ihrem Mittelpunkt gibt. Und die große Mehrheit dieser Galaxien verdunkelt sich nun.
Diese Verbindung zwischen schwarzen Löchern und Sternentstehung ist nicht nur auf die Milchstraße beschränkt. In vielen Galaxien sehen wir, dass schwarze Löcher die Sternentstehung regulieren. Also bedeutet ein heftiger Ausbruch eines supermassereichen schwarzen Lochs den Untergang seiner Galaxie? Die Antwort könnte ein Stein liefern, der aus dem All auf die Erde gestürzt ist. 1969 schlägt nahe des australischen Örtchens Murchison, 160 Kilometer nördlich von Melbourne, ein Meteorit ein. Er zerbricht in Stücke und Anwohner sammeln mehr als 100 Kilogramm schwarzer, übelriechender Meteoritenfragmente ein. 2019 zermahlen Forscher eine Probe, um zu untersuchen, woraus er besteht. Und erleben eine Überraschung. Sie stoßen auf Staubkörner fremder Sterne, die vor 4,6 Milliarden Jahren starben. Also noch bevor unsere Sonne überhaupt entstand. Diese Sternenstaubkörner wurden durch den immerwährenden stellaren Kreislauf aus Geburt und Wiedergeburt in Gestein im All eingeschlossen. Vor Milliarden von Jahren neigt sich die Lebensspanne eines Sterns in der Milchstraße dem Ende zu. Durch chemische Reaktionen in seinem Inneren wächst der Stern rapide und wird zum roten Riesen. Die äußeren Schichten verlieren Sternenstaubkörnchen. Diese Körnchen reisen Lichtjahre weit durchs All und landen schließlich in den rotierenden Scheiben aus Gas und Staub, die neu entstandene Sterne umgeben. Gemeinsam mit dem Material in der Scheibe bildet der Sternenstaub des toten roten Riesen Asteroiden. Ein Teil eines ebensolchen Asteroiden stürzt 1969 als Meteorit in Murchison zur Erde. Meteoriten sind Bruchstücke von Asteroiden, die auf die Erde stürzen. Dieses Weltraumgestein ist oftmals seit Anbeginn des Sonnensystems unverändert. So ein Meteorit enthält sogenannte Urmaterie von der Entstehung des Sonnensystems. Sie ist älter als das Sonnensystem selbst und beinhaltet Bestandteile alter Sterne. Keine großen, sondern nur winzig kleine. Diese Meteoriten sind praktisch kleine Zeitkapseln einer früheren Generation von Sternen. Die Staubkörnchen, aus denen Meteoriten bestehen, liefern die chemischen Fingerabdrücke der sterbenden Sterne, aus denen sie entstanden sind. Diese Körnchen toter Sterne könnten enthüllen, ob die galaktische Verdunklung, verursacht von Gammastrahlungsausbrüchen, den Untergang für Galaxien wie die Milchstraße bedeutet. Unterschiedliche Arten von Körnchen stammen von unterschiedlichen toten Sternen. Astronomen können daraus schließen, wie viele Sterne es zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Milchstraße gab. Diese Sternenstaubpartikel im Meteoriten verraten uns, was sich in unserer Galaxis abspielte, bevor die Sonne entstand. Es sind winzige Marker. Die Sterne, von denen die Staubkörnchen im Murchison-Meteoriten stammen, existierten 2 bis 2,5 Milliarden Jahre lang. Forscher können also errechnen, wann sie entstanden sind. Wir wissen, dass diese Körnchen von sterbenden Sternen stammen. So können wir zurückverfolgen, wann sich diese sterbenden Sterne gebildet haben. Forscher entdecken, dass die Körnchen von unterschiedlichen Sternen in der gesamten Galaxis stammen, die aber eines gemeinsam haben. Sie alle werden vor 7 Milliarden Jahren geboren. Berechnungen zeigen, dass die Sternentstehungsrate in der Milchstraße damals doppelt so hoch liegt wie im Durchschnitt. Eine großartige, aufregende Erkenntnis. Die Milchstraße erlebte vor rund 7 Milliarden Jahren möglicherweise eine plötzliche, unerwartete Häufung von Sternentstehungen. Und zwar in der gesamten Galaxis. Diese Körnchen zeigen, dass die galaktische Verdunklung nicht unausweichlich ist. Galaxien wie die Milchstraße erleben Phasen intensiver Sternentstehung. Diese Ereignisse wirken der galaktischen Verdunklung entgegen und machen Galaxien heller.
Galaxien sind sehr komplex. Ihr Lebenszyklus ist gar nicht so simpel. Sie wachsen, verändern und entwickeln sich. Und vielleicht ist ihr Untergang ja doch noch nicht festgeschrieben. Wie sich die galaktische Verdunklung umkehrt. Was löst diese plötzlichen Hochphasen der Sternentstehung in Galaxien aus? Können rätselhafte fremde Sterne enthüllen, wie sich die galaktische Verdunklung umkehren lässt? Strahlen, die aus supermassereichen schwarzen Löchern schießen, verhindern die Sternentstehung im Herzen von Galaxien. Das könnte erklären, warum sich unsere Milchstraße verdunkelt. Aber eine Meteoritenprobe zeigt, dass unsere Galaxis wieder zu neuem Leben erwachen kann. Die Milchstraße hatte nicht nur eine Hochphase der Sternentstehung und dann war alles vorbei. Vieles deutet darauf hin, dass es in einem Zyklus immer wieder zu kleineren Häufungen kam. Was löst solche Zyklen der Sternentstehung in Galaxien wie der Milchstraße aus? Erkenntnisse aus einem Observatorium in New Mexico liefern Hinweise. Dies ist das Sloan-Teleskop mit seinem 2,5-Meter-Spiegel. Im Rahmen des Apogee-Projekts werden während eines Beobachtungseinsatzes gleichzeitig hunderte von Sternen in der Milchstraße studiert. Eine der wirksamsten Vorgehensweisen bei uns Astronomen ist es, am Nachthimmel mehrere große Bereiche gleichzeitig zu beobachten und alle Sterne darin zu erfassen. Das Licht eines Sterns verrät seine chemischen Bestandteile. In den Bereichen der Milchstraße mit hoher Sterndichte fällt es schwer, das Licht eines Sterns von dem des nächsten zu unterscheiden. Das Sloan-Teleskop nutzt eine spezielle Technik, um das Hintergrundlicht auszublenden und sich auf das Licht eines einzelnen Sterns zu konzentrieren. Forscher übertragen Karten von Himmelsabschnitten in eine Bibliothek aus Aluminiumplatten. Jedes Loch, das in eine der Platten gebohrt wird, entspricht einem Lichtpunkt am Himmel. Glasfaserkabel speisen das spezifische Licht von jedem dieser Punkte in einen Computer ein. Diese Metallplatten fixieren die Glasfaserkabel, sodass nur das Licht erfasst wird, das von den einzelnen Sternen ausgeht, auf die diese Kabel abgestimmt sind. Apogee analysiert das Sternenlicht, um die chemische Zusammensetzung von tausenden Sternen zu entschlüsseln. Dabei bricht man das Licht eines Sterns in seine Bestandteile auf, sodass man sozusagen die Fingerabdrücke aller enthaltenen Elemente sehen kann. Auch die Mengenverhältnisse lassen sich ablesen. Jeder Stoff hat seinen eigenen farblichen Fingerabdruck. Astronomen leiten das Licht eines Sterns durch ein Prisma. So wird das Licht in einen Regenbogen einzelner Farben zerlegt. Dieser Regenbogen wird als Lichtspektrum bezeichnet. Jedes Element im Stern absorbiert einen ganz bestimmten Farbanteil des Lichts. So entsteht ein einzigartiger Strich im Spektrum, ähnlich einem Barcode. Mithilfe dieser Striche ermitteln Astronomen die chemischen Bestandteile eines Sterns. Die Striche und Lücken im Spektrum verraten uns, aus welchem Material ein Objekt besteht. Jedes Objekt, jeder Stern, jede Galaxie hat ihren eigenen Barcode. Sterne, die aus derselben Gaswolke entstanden sind, weisen die gleiche chemische Zusammensetzung mit in etwa denselben Anteilen auf. Gemeinsam entstandene Sterne haben also den gleichen Barcode. Die Ergebnisse des Apogee-Projekts enthüllen etwas Seltsames, was die Elemente in einigen der Sterne in der Milchstraße angeht. Sterne bestehen zu 98% aus Wasserstoff und Helium und aus Spuren anderer Elemente wie Eisen, Magnesium oder Kohlenstoff. Im Rahmen von Apogee wird das Licht von mehr als 600.000 Sternen untersucht, um den chemischen Aufbau jedes Einzelnen aufzuschlüsseln. Dabei zeigt sich, dass fast alle Sterne in unserer Galaxis die gleiche Signatur haben, unabhängig von ihrer Größe oder Farbe. Aber ab und zu stößt Apogee auf einen abweichenden Stern mit einer anderen Signatur. Wie ist das möglich? Astronomen untersuchen diese abweichenden Sterne und kommen zu einer erstaunlichen Erkenntnis.
Ihre Zusammensetzung passt zu nichts anderem in der Milchstraße. Die Schlussfolgerung aus einem derart abweichenden chemischen Aufbau ist klar. Diese Sterne stammen aus einer anderen Galaxie als der Milchstraße. Wenn diese Sterne nicht aus der Milchstraße stammen, woher dann? Das Weltraumteleskop Gaia der Europäischen Weltraumorganisation ESA stößt auf einen Hinweis. Das Teleskop verfolgt die Bahn von mehr als einer Milliarde Sternen in der Milchstraße. Dabei zeigt sich, dass die abweichenden Sterne allesamt auf anderen Umlaufbahnen unterwegs sind als die Sterne, die die Milchstraßen typische Zusammensetzung haben. Sie umkreisen das galaktische Zentrum in Gegenrichtung und bewegen sich auf länglichen, ovalen Umlaufbahnen. Diese Erkenntnisse führen zu einer verblüffenden Schlussfolgerung. Die abweichenden Sterne kommen aus einer anderen Galaxie. Aber wie gelangt ein Stern von einer Galaxie in die andere? Ein Hinweis findet sich 250 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Dies ist die Galaxie AB-220. Sie hat eine der ungewöhnlichsten Formen aller bekannten Galaxien im beobachtbaren Universum. AB-220 sieht nicht aus wie eine normale, ruhige, majestätische Spiralgalaxie wie die Milchstraße. Sie ähnelt eher einem verunglückten Klumpen, völlig chaotisch. Warum sieht AB-220 so anders aus als andere Galaxien? Die Antwort? Weil es sich dabei nicht nur um eine Galaxie handelt. AB-220 hat eine ganz irreguläre Form. Was wir sehen, ist eigentlich das Wrack einer Riesenkollision zweier Galaxien. Die Verschmelzung zweier Galaxien nach einer Kollision erklärt, wie damals fremde Sterne von einer Galaxie in eine andere gelangen konnten. Die Entdeckung abweichender Sterne in der Milchstraße zeigt, dass vor Milliarden Jahren auch unsere Galaxis in eine Kollision verwickelt war. Wir wissen also, dass Galaxienkollisionen für diese abweichenden Sterne am Himmel verantwortlich sind. Sie stammen nicht aus der Milchstraße. Es ist ein faszinierender Gedanke, dass selbst einige der nächsten Sterne, die wir am Himmel sehen, ihr Leben vielleicht in einer völlig anderen Galaxie begonnen haben. Astronomen gehen davon aus, dass diese galaktischen Vereinigungen intensive Phasen der Sternentstehung in Galaxien wie unsere auslösen. Ein Hinweis ist, dass verschmolzene Galaxien wie AB-220 zu den hellsten Objekten im Universum gehören. Einige Galaxien liefern eine spektakuläre Show. Sie sind unglaublich hell. Der Name sagt schon alles. Ultraleuchtkräftige Starburst-Galaxien. Die Helligkeit einer Galaxie wie AB-220 verrät, dass dort enorme Mengen neuer Sterne entstehen. Ausgangsmaterial für diese gehäufte Entstehung sind die riesigen Gaswolken, die jede Galaxie umgeben. Wenn Galaxien kollidieren, kollidieren auch ihre Gaswolken. Dabei kollabieren sie, wodurch es zu einer enormen Häufung von Sternentstehungen kommt. Wenn sich zwei Objekte vereinen, werden viele neue Sterne geboren. So wie wir einen Babyboom hatten, haben wir hier einen Sternenboom. Vor 700 Millionen Jahren befinden sich zwei gigantische Spiralgalaxien auf Kollisionskurs. Blendet man ihre Sterne und Planeten aus, wird deutlich, was passiert, wenn sie aufeinandertreffen. Die Gas- und Staubwolken der Galaxien werden bei der Kollision komprimiert, was die Entstehung von Milliarden Sternen auslöst. Im Laufe von Millionen Jahren und nach etlichen Kollisionen verschmelzen die beiden Galaxien schließlich zu einer neuen, unglaublich hellen Galaxie, AB-220. Die Kollision zweier Milchstraßen klingt dramatisch und zerstörerisch. Aber eigentlich schafft es neue Sterne. Denn es kollidieren nicht die Sterne miteinander, sondern Gas und Staub. Und aus der Kompression des Gases und des Staubes entsteht eine neue Generation von Sternen, die wieder leuchtet.
Beobachtungen zeigen, dass ARP 220 keine Ausnahme ist. Astronomen gehen davon aus, dass bis zu 80% aller ultraleuchtkräftigen Starburst-Galaxien durch galaktische Kollisionen entstanden sind. Und einiges deutet darauf hin, dass eine solche Vereinigung auch für die Phasen intensiver Sternentstehung in der Vergangenheit der Milchstraße verantwortlich ist. Die Milchstraße besteht aus zwei verschiedenen Sternenscheiben. Eine ist breit und enthält Sterne, die mehr als 10 Milliarden Jahre alt sind. Die Sterne in dieser Scheibe sind fein über die Länge und Breite der Galaxis verteilt. Die zweite Hauptscheibe ist schmaler. Sie enthält Sterne wie unsere Sonne, die weniger als 10 Milliarden Jahre alt sind. Die chemische Zusammensetzung dieser jüngeren Sterne in der dünnen Scheibe ist anders als die der älteren Sterne in der dickeren. Forscher gehen davon aus, dass diese jüngeren Sterne entstanden, als sich Gas in der Milchstraße mit Gas aus einer anderen Galaxie mischte. Unsere dünne Sternscheibe entstand nicht nur aus Gas aus der Milchstraße, sondern auch aus Gas einer anderen Galaxie, das sich damit mischte. So entstand diese spezielle Zusammensetzung chemischer Fülle in den Sternen der dünneren Scheibe, anders als in der dickeren, älteren Scheibe. Astronomen erfassen die Position und die Bahn sowohl alter als auch neuer Sterne in unserer Galaxis. Mithilfe dieser Daten drehen sie die Zeit zurück und finden das Ereignis, das eine der intensivsten Phasen der Sternentstehung in der Milchstraße ausgelöst hat. Vor rund 10 Milliarden Jahren kollidiert die Milchstraße mit einer kleineren damaligen Galaxie, Gaia Enceladus. Dabei werden gigantische Gaswolken komprimiert. Dieses Gas kollabiert, wodurch tausende ganz neuer Sterne entstehen. Mit jedem neuen Stern wird die Milchstraße heller. Die Kollision der Milchstraße mit Gaia Enceladus hat damals unserer Heimatgalaxie womöglich riesige Mengen Gas beschert, das dann in die Entstehung neuer Sterne geflossen ist. Der Ausdruck Galaxienkollision klingt so zerstörerisch, aber tatsächlich ist das der Ausgangspunkt für die Entstehung einer völlig neuen Generation von Sternen. Unsere Sonne ist möglicherweise dadurch entstanden, dass vor Milliarden Jahren eine kleine Galaxie mit der Milchstraße kollidierte. Ein gewaltiger Schöpfungsakt. Eine Megakollision vor 10 Milliarden Jahren kehrt die Verdunklung der Milchstraße um. Aber was geschieht, wenn all das lebensspendende Gas verbraucht ist? Wie übersteht die Milchstraße die nächsten 5 Milliarden Jahre? Eine kosmische Kollision vor rund 10 Milliarden Jahren löst eine der intensivsten Sternentstehungsphasen in der Geschichte der Milchstraße aus. Seitdem hemmen vermutlich wiederkehrende Ausbrüche aus dem schwarzen Loch Sagittarius A-Stern die Sternentstehung im Herzen unserer Galaxis. Aber noch ist es nicht finster geworden. Es entstehen weiterhin neue Sterne. Woher stammt das Gas für ihre Entstehung? 2020 finden Astronomen mit Hilfe von Daten des Gaia-Weltraumteleskops einen Anhaltspunkt. Gaia entdeckt eine Anhäufung einiger tausend heller, junger, blauer Sterne in einem uralten Außenbereich der Milchstraße. Diese Sterne entstehen entlang eines Stroms frischen Wasserstoffs. Gaia verfolgt die Gasspur bis in den intergalaktischen Raum, zu einer Anhäufung von Sternen außerhalb der Milchstraße. Unsere Galaxie ist nicht die einzige im All. Die Milchstraße ist von Dutzenden kleineren Galaxien umgeben. Während wir vielleicht ein paar hundert Milliarden Sterne haben, haben diese Galaxien nur rund eine Milliarde. Wir sind also praktisch ein Wal, der von vielen kleinen Fischen umgeben ist. Das frische Gas zur Sternentstehung stammt aus der größten dieser Zwerggalaxien, der großen Magellanschen Wolke. Die enorme Gravitation der größeren Milchstraße entzieht der kleineren Zwerggalaxie kontinuierlich Gas.
Dieses frische Gas kollidiert mit den Außenbereichen unserer Galaxis. Tausende heller, junger, blauer Sterne werden geboren. Astronomen schätzen, dass die Milchstraße die Wolke innerhalb der nächsten 2,5 Milliarden Jahre völlig auseinanderreißen wird. Zwerggalaxien wie die große Magellanische Wolke versorgen die Milchstraße mit Gas zur Sternbildung. Die Milchstraße ist nicht einsam und verlassen, sondern sie ist umgeben von vielen kleinen Galaxien. Und der Staub dieser kleinen Galaxien wird aufgenommen, verschmilzt quasi mit unserer Milchstraße und daraus entstehen neue Sterne. Unsere Milchstraße ernährt sich quasi von ihren Nachbarn. Bei Galaxien spielt die Größe eine wichtige Rolle. Unsere Milchstraße ist so groß und massereich, dass ihre mächtige Gravitation umliegenden Galaxien das Gas stehlen kann, um selbst mehr Sterne zu formen und sich so jung zu halten. Astronomen gehen davon aus, dass es genügend Gas in diesen Satellitengalaxien gibt, um die Milchstraße noch einige Milliarden Jahre zu versorgen. Aber woher soll das wichtige Gas kommen, wenn diese kleinen Galaxien keines mehr liefern? Wir wollen wissen, was in ferner Zukunft mit unserem Stern passieren wird. Die Zukunft der Milchstraße zu kennen, hilft uns, die Zukunft unserer Heimat zu verstehen. Astronomen suchen im Kosmos nach der nächsten möglichen Nahrungsquelle der Milchstraße. Dabei entdecken sie, dass unsere Galaxis selbst als nächste auf dem Speiseplan stehen könnte. Seit Milliarden Jahren zehrt die Milchstraße vom Gas aus etwa 50 kleineren Satellitengalaxien. Aber demnächst bekommt sie es mit einem Gegenüber auf Augenhöhe zu tun. In unserer kosmischen Nachbarschaft liegen Andromeda und ihre Satellitengalaxien. Andromeda hat über 800 Milliarden Sterne, mehr als doppelt so viele wie die Milchstraße. Dieser Moloch kommt auf uns zugerast. Ein kosmischer Showdown steht bevor. Wann kommt es zum Clash dieser galaktischen Titanen? Die Milchstraße und Andromeda sind zwei der gewaltigsten Galaxien in unserem Teil des Universums. Sie bewegen sich aufeinander zu und werden letztlich kollidieren. Die Frage ist, ob sie auf direktem Kollisionskurs sind oder ob sie noch ein paar Milliarden Jahre lang umeinander herumtanzen werden. Rund um den Erdball beobachten Teleskope die Andromeda-Galaxie, um ihre Geschwindigkeit und ihre Bahn zu ermitteln. Wie sich zeigt, werden Andromeda und die Milchstraße innerhalb der nächsten 5 Milliarden Jahre kollidieren. Die Folge? Eine Phase der Sternentstehung, wie sie unsere Galaxis noch nicht erlebt hat. Wir haben jetzt recht genau vorhersagen, wann diese Kollision stattfinden wird. Wenn es soweit ist, wird der Himmel aufleuchten und es werden sich massenhaft neue Sterne bilden. Durch ihre enorme Größe verfügen sowohl die Milchstraße als auch Andromeda über gewaltige Gravitation. Die beiden Galaxien rasen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 400.000 Kilometern pro Stunde aufeinander zu. Wenn sie aufeinandertreffen, kollidieren ihre Gaswolken, was eine höchst intensive Phase der Sternentstehung auslöst. Milliarden neuer Sterne werden geboren. Die Spiralarme der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie greifen ineinander. Letztlich verschmelzen sie zu einer riesigen Supergalaxie, Milchomeda. Das wird ein Anblick. Unsere Galaxis ist ja jetzt schon wunderschön, aber dann kommt noch eine komplette weitere Galaxie hinzu. Es wird mehr Sterne geben, mehr Gas, mehr Gebilde am Himmel. Das wird fantastisch. Aktuell lässt die schleppende Sternentstehung im Herzen der Milchstraße unsere Galaxis an Helligkeit verlieren. Die Entstehung von Milchomeda wird diese galaktische Verdunklung umkehren.
Diese neue Galaxie wird innerhalb weniger 100 Millionen Jahre Milliarden heller neuer Sterne hervorbringen. Aber Forscher gehen davon aus, dass unsere Galaxis nach dieser dramatischen Verschmelzung in ihre letzte Lebensphase eintreten wird. Das Licht von Milliarden neuer Sterne, die so schnell zum Leben erwachen, verdrängt überschüssiges Gas. Das verhindert die zukünftige Entstehung weiterer neuer Sterne. Wenn helle Sterne entstehen, werden Gas und Staub verdrängt. Und wenn die großen Sterne beginnen zu explodieren, ist das sogar noch stärker der Fall. Diese Geburt könnte also dazu führen, dass die Sternentstehung in der Galaxis endet. Wir stellen uns Galaxien als unsterbliche Gebilde vor. Als riesige, wirbelnde Gefüge aus hunderten Milliarden von Sternen, die für immer bestehen. Aber so ist es nicht. Galaxien verändern und entwickeln sich und sterben letztlich. Milkomeda wird in einem wenig bevölkerten Teil des Universums liegen, sodass es keine Galaxien in der Nähe gibt, aus denen sich der schwindende Gasvorrat auffüllen ließe. Wenn sich die Milchstraße und Andromeda zu einer neuen, größeren Galaxie vereinen, kommt es zu einer Phase intensiver Sternentstehung. Danach wird es dann sehr viel ruhiger, weil es relativ einsam ist. Milkomeda ist letztlich zum Niedergang verdammt. Die Kollision von Milchstraße und Andromeda ist das große Finale in der Geschichte unserer Galaxie. Es ist noch Milliarden Jahre entfernt und ein kleiner Blip in der großen Geschichte des Alls. Aber vielleicht entsteht hier was Neues, eine neue Erde, ein neuer Himmel. Wer weiß, was noch alles passieren kann. Astronomen entschlüsseln den Lebenslauf unserer Milchstraße. Riesige Gasblasen zeigen, wie supermassereiche schwarze Löcher Hitze erzeugen, die die Sternentstehung behindert und Galaxien dunkel werden lässt. Seltsame, fremde Sterne zeigen, wie Galaxienkollisionen Galaxien verjüngen und wieder heller machen. Aktuell durchläuft die Milchstraße eine Phase der Verdunklung. Aber die Lichtshow, die sich uns auf Erden bietet, ist dennoch spektakulär. Wir müssen uns klarmachen, was für ein Glück wir haben, heute zu leben. Geht raus und guckt euch die Sterne an. Fühlt diese Freude. Wir erleben diesen wundervollen Moment. Das sollten wir genießen und feiern. In 5 Milliarden Jahren